Hallo und herzlich willkommen zu Folge 362. Das könnte sogar sein. Ja, Gothic, Leute, Gothic Dunkfucked. Wir müssen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wo waren wir überhaupt? Ja, ich bin wieder voreilig dran. Ich hätte lieber mal schauen sollen, was ich noch so hätte tun sollen. Genau, ich weiß auch ungefähr. Genau, wir haben das für den mächtigen Zauber. Kriegen wir irgendwas jetzt vom Wulf erst verabreicht? Aber warum sind wir überhaupt hier? Waren wir nicht eben noch in der Wüste? Das sieht nicht aus wie Warrant. Das ist auch nicht Warrant, das ist korrekt. Wir sind nämlich hier auf Condera, ist das, glaube ich. Oder irgend so eine andere Kaff-Insel. Ja, und ja, warum sind wir hier? Weil wir den Proviant für Sandrock abgeben wollen. Nun endlich, dennoch schaffen wir es. Da müssen wir diese hässliche Insel nie wiedersehen. Ja, ich bin wieder da. Ich hatte jetzt 1,5 Wochen wieder nichts produzieren können. Das tut mir nochmal leid dafür. Es hat sich sogar ein bisschen mehr verspätet als gedacht. Also ich wollte eigentlich Mitte der Woche Videos machen. Jetzt ist schon wieder so spät und die Woche ist fast rum und leg mich um Arsch und ich gucke einfach zu nichts mehr. Und deswegen, aber ist egal. Jetzt sind wir wieder da. Und jetzt wird wieder Gothic gezockt. Und ja. Schön hier in unserer Ritterrüstung. Ich muss sagen, was aber halt gut ist, wenn wir zurück nach Warrant gehen, dann können wir per. Da ist Sandrocks Burg. Können wir ja per Teleportrouten wieder direkt zu den uns bekannten Aufenthaltsorten reisen. Und hier haben wir die schöne Miniaturburg, die ich immer noch sehr toll und schön finde. Die sieht echt ganz. Also da würde ich auch reinziehen. Ganz ehrlich. Ja gut, der Tisch muss jetzt nicht. Also da wurde wieder randaliert. Das sieht man. Na, die Nachbarschaft. Aber gut. Ne, dazu sage ich gar nichts mehr. Das ist, wie es sein mag. Gut, wir sind jetzt. Ach du Scheiße. Jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir hier. Nee. Da unten waren wir aber schon. Das Rätsel mit den drei Dingern, da haben wir gelöst. Ne, wahrscheinlich muss man da einfach nur drauf drücken. Ich weiß es gar nicht mehr. Wo ging's denn? Ja, hier genau, hier geht's hoch. Und dann hier oben ist sein Arbeitszimmer oder was auch immer. Genau. Hey, du Sack. Hallo Sandro. Na, alles klar? Hey, wen haben wir denn da? Hallo mein Freund, wie geht's? Mir geht's gut. Du kannst dir sicher denken, warum ich vorbeikomme. Sag bloß, du hast den Proviant mit. Ja, habe ich. Hier ist er. Wunderbar, du hast wirklich alles bekommen. Hier habe ich was ganz Besonderes für dich. Was? Du hast florentinischen Wein mitgebracht? So einen guten Wein trinkt ja nicht mal der König. Da fehlt die Dinger, die Audiospur. Hier hast du das Geld für die Waren. Ich hab noch was draufgelegt. Okay. 1800 Gold. Und die Quest ist jetzt endlich weg, oder was? Proviant für Sandro, der war so weiter unten, gell? Relativ weit unten. So, das heißt, wir können jetzt wieder zurück und wir verpieseln uns hier erstmal. Wo war nochmal Saladins Beute? Ich glaube, das steht irgendwo in den Kommentaren. Und ich habe aber jetzt gerade wieder nicht den Überblick. das mit der Ruf der Ahnen das, und der geheimnisvolle Höhle, das wird das auch noch ein bisschen in die Ferne erst dann interessieren. Aber das mit dem mächtigen Zauber, das rückt jetzt in die unmittelbare Nähe. Ich? Ach du Scheiße. Ja, übrigens, ich muss hier noch nebenbei erwähnen, ich habe hier ja am 14.06. war Jahrestag, 5 Jahre Neoras-LP und so ein Scheißdreck, ne? Also falls jemand interessiert, also, ne? Kann auch verstehen, dass es jemand nicht interessiert. Ich habe mich aber bemüht, ein Special zu machen. Das kommt dann irgendwann die Tage auch. Vielleicht ist es auch schon draußen, das werden wir dann sehen, je nachdem, wie motiviert ich bin. Und ich habe mich eigentlich, ich hab mich voll verloren wieder, gell? Ich erzähle euch gleich mal, wie es abgelaufen ist. Ich wollte eigentlich nur mal kurz so reinschneiden, so von wegen, yo, ich mache jetzt seit 5 Jahren YouTube und dies und das ist eben mein Ansporn oder ich sag mal, mein Antrieb, YouTube zu machen. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, was hat sich so in den letzten Jahren verändert auf YouTube. Und ich habe dann mehr oder weniger in einer, ich sag mal,
gedanklichen Weiterführung der Gedanken. Ich habe schon gedanklich gesagt. Ja. Das war dann eine Wiederholung. Das ist ein Stilmittel. Das dient zur Vertiefung oder zur Herausstellung dessen, was ich sagte. Auf jeden Fall, ich habe dann in meinem Redefluss bin ich dann wieder rüber geschwankt zu Dingen, die mich weniger erfreuen, um es mal einigermaßen sachlich zu erklären. Ich bin natürlich nicht ausgerastet, ich habe auch niemanden beleidigt oder sowas. Nee, so bin ich ja im Normalfall nicht. Ich bin ja relativ diplomatisch bei allem, was ich so von mir gebe. Und habe aber meine Traurigkeit offenbart. Ja. Und zwar all denen, die das Video sehen werden. Sprich, was heutzutage eben Norm ist auf YouTube und was leider nicht mehr. Und ja, dann habe ich mich darin ein bisschen vergessen. Und im Anschluss gibt es ja noch ein paar Outtakes und so Zeug, das sollte ganz lustig sein, aber ich habe, glaube ich, 12 Minuten erstmal geschwafelt, das könnt ihr gerne auch überspringen, wenn es nicht interessiert. Aber ich dachte, ich muss mal wieder ein Video dazu machen, gerade weil, ja, hallo, ein halbes Jahrzehnt Neo-Rasselp, das hat schon Grund, da ein wichtiges, oder was heißt ein wichtiges, ein außergewöhnliches Spezialvideo zu machen. Das ist natürlich nicht von dem Aufwand gleichzusetzen von anderen YouTube-Größen, klar. Aber es geht ja um die Botschaft dahinter. Und bevor ich jetzt wieder mich verirre in irgendwelchen Gedankengängen, machen wir zum Spiel weiter. Was? Wie noch länger? Ich geh jetzt mal los, ey. Ich kauf gleich deine ganzen Hacken ab. Und dann? Da musst du dir, also die Sensen meine ich. Da musst du dir einen Gärtner anstellen und dann? Oh, pass auf. Penn ich halt nochmal. Arschgeige. So. Dann renn ich erstmal mit dem Kopf gegen Amboss, Mann. Aus Frust. Moin, Halber. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange sollen wir hier also noch warten und so. Bis zum nächsten Morgen nochmal. Ja, wir verpennen jetzt einfach mal die gesamte Zeit, in der wir Sinnvolles hätten tun sollen. Ja, der Roland, der ist ja auch so einer. Der braucht seinen Schlaf. Und die Welt kann auch mal warten. Ja. Wie viele Lernpunkte haben wir gerade? Eigentlich nur 23, ich habe ziemlich viel ausgegeben. Ne? Ich weiß gar nicht mehr für was. Ich glaube für Leben war es. Oder so ein Scheißdreck. So, jetzt gibt es her, Junge. Wie steht's mit dem versprochenen Schutzamulett? Ich bin fertig. Hier, Ah, nimm es geht an. doch. Es ist ein schönes Stück geworden. Trage es immer bei dir und weder Tartaron noch ein anderer wird dich in seine mentalen Abgründe ziehen können. Ich danke dir. Das ist ja krass, Kerl. Echt gut. Jetzt haben wir hier. Aber die Quest auch schon beendet? Nee, ne? Gegen Tartarons schwarzen Blick. Bin ich mal gespannt. Zeig mal her, das Gerät. Das ist immer so eine Arbeit, hier runter zu scrollen bei dem ganzen Zeug, das ich dabei habe. Aber mit der Macht, darauf können wir sogar verzichten. Es ist jetzt nicht so viel Stärke und nicht so viel Geschicklichkeit. Das ist echt annehmbar. Schützt vor dem schwarzen Blick. Was haben wir hier noch? Lebensenergie. Das ist alles noch Käse. Könnte ich auch wieder ein bisschen was verkaufen. Aber das haben wir eigentlich gar nicht nötig, denn ja, guckt euch mal unsere Kasse an. Ist nicht annähernd irgendwie leer. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zurück nach Varant. Chef! Fahr uns wieder zurück! Wohin? Bestimme den. Condera, nee, Varant. Da ist es doch schon. Segeln wir zu der Südwestküste von Varant. Ajo, hau mal Gut, rein. wir werden sofort lossegeln. Das will ich auch hoffen, hey. Also, ich muss aber losgehen. Guck mal, dann haben wir wieder die Sauerstoffanzeige. Oder ehrlich gesagt, die Luftanzeige. Darf ich hier nicht was verfälschen, ne? Und jetzt dürfen wir gleich wieder. Ich glaube, wir sind sogar da noch auf hoher See, kann das sein? Ich glaube ja. Genau.
Aber hier ist weit und breit nichts, das heißt, wir müssen mit. Wir waren das, ich glaube, mit dem da unten reden. Mit Ernst, genau. Wusste ich doch, was er heißt. Nee, wie komme ich zurück? Und? Naja, wieder mal viel ab. Manchmal ist das hier schon eine ganz schöne Plackerei. Was? Wie? Nee. Kurze Unterbrechung. Wir müssen mit Dandolo reden, oder? Ich bin wieder etwas durch den Wind, oder können wir einfach zur besseren Mana düsen? Können wir sogar. Können wir sogar. Perfekt, aber die Rüstung soll ich nicht tragen. Jetzt aber. Und ich esse erstmal einen Traumpilz. Das kann doch nicht sein. Nein. Nein. Oh Gott, endlich. Ja, Traumpilze sind nicht zu Verzehr geeignet. Höchstens um gewisse bewusstseinserweiternde Zustände hervorzurufen, aber das war nicht meine Intention. Ich habe euch noch verklickt. Wow, es ist alles so langsam. Ja, das hat denselben Effekt wie so Sumpfkraut. Das ist doch ein Bullshit. Was richtig cool wäre, wenn wir sowas fressen oder was sowas rauchen, dass dann so Gegner vor uns gespawnt werden, die gar nicht da sind. Sprich, wir kloppen auf die eine, aber es passiert nichts. Das wäre schon irgendwie lustig. Doch, doch, doch. Genau. Beim Handel ist natürlich alles normal. Können wir hier irgendwas? Nee, können wir glaube ich nicht. Nö. Aber wir können. Nee, wir behalten den Rest. Ach, das lässt direkt nach, oder was? Wenn man einmal dann jemandem redet, das ist ja immerhin gar nicht mal so übel. So gut, dann müssen wir jetzt zwar hier. Nein. Nee, nicht Küste. Da, Stadt Uga, genau, da müssen wir hin. Also wie gesagt, wenn ihr die Nerven dazu habt, könnt ihr mir natürlich nochmal schreiben, wie ich Saladins Beute bekomme. Ansonsten werden wir jetzt erstmal. Ich weiß gar nicht, wie geht das mit der Katakomben-Quest weiter? Das weiß ich, würde ich auch mal gerne wissen. Schwert für Malik, brauchen wir Ashtot, Befreiung von Ashtot. Nee, brauchen wir Dingen hier. Wie heißt's? Ist doch Ashtot, oder? Ach, das ist die Hauptstadt hier. Ja. Mit dem sein Schwert ist doch auch in Ashtot. Ich glaube auch, ja. Der Tempelschatz, was war das? Ach, Ashtot, ja, okay, gut. Ja. Waren aus Ishtar hängt damit auch zusammen. Das heißt, wir werden jetzt wirklich erstmal den Zugang nach Ashtot hier erklären und dann halt erstmal den Rest hin. Dazu brauchen wir den mächtigen Zauber und das können wir jetzt hoffentlich alles erledigen. Das heißt, wir reden mit Tartaron, ohne dass der unseren Geist beeinflusst und herausfinden könnte, dass wir Paladin bzw. Ritter sind. Das heißt, wir dopsen jetzt erstmal wieder quer durch Uga und ja, verpassen erstmal den Eingang und rennen gegen die Wand. Chef! Also komm, sollen wir vielleicht erstmal mit denen hier reden, oder? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es vollkommen überflüssig. Eigentlich müssen wir echt mit dem einfach reden, ne? Yo. Ich will die Künste Belias bei euch studieren. Das stecken, Junge, kannst du eh nix. Die Künste Belias offenbaren sich nur dem Erwählten. Jeder andere, der unberufen nach ihnen verlangt, würde unbarmherzig von Beliar vernichtet werden. Ich fürchte mich nicht. So, dann wollen wir mal sehen, was Beliar dir zugewiesen hat. Mach du der Tod. Was wie dann du? Steh erst mal von deinem Sessel auf. Beliar, Beliar,
Beliar, Herr der Nacht und der Finsternis, ich rufe dich. Es will jemand an deiner Macht teilhaben. Erkünde uns, ob er berufen ist oder nicht. Sieh in mein Auge, Adept. Du siehst jetzt in das Auge Beliars. Offenbare mir dein Innerstes. Kein Geheimnis soll vor mir verborgen sein. Müdigkeit umfängt deinen Körper. Schlafe, schlafe und höre allein meine Worte. Wer bist du? Wer bist du? Und was willst du hier? Dienst du Belia? Dienst du Innos? Oder dienst du Adanos? Sprich! Sprich! Ich heiße Ruland. Ich will die schwarze Magie lernen. Ich bin ein treuer Diener Belias. Jetzt kriegt er es mein. So erwache, Diener Belias, damit ich dir deine Aufgabe zuweisen kann. Roland, jetzt steh auf, komm, du kannst ihn einfach auf den Boden legen, Mann. Wie kommt denn das beim Chef? Ich hoffe, der wacht gleich wieder auf. Geh doch. Ist auch ganz nett gemacht. Was ist mit mir geschehen? Belliar hat dich anscheinend dazu berufen, die schwarze Magie zu lernen. Doch eine Prüfung erwartet dich noch. Was ist das für eine Prüfung? Suche Skelron, den Diener unseres Meisters, auf. Er wird dich prüfen. Wo finde ich Skelron? Hinter der großen Oase von Ugar triffst du auf einige Ruinen des alten Volkes. Lauf an diesen vorbei. Und ein Stück in die Wüste hinein. Halte dich an der Bergwand, bis du zu einer Höhle kommst. Der Eingang der Höhle ist verschlossen. Hier hast du den Schlüssel zur Tür, die Skelrons Höhle verschließt. Warum lebt Skelron an diesem verborgenen Ort? Das wirst du erfahren, wenn du mit ihm gesprochen hast. Und nun geh. Aha. So, Skelron heißt die neue Quest und ein mächtiger Zauber ist erfüllt. Skelron, ich überleg grad. Ah, er gab mir noch eine Teleportrune zur Höhle mit. Ja, das macht einiges einfacher. Wohlgemerkt, der Pass von Ding, von Ishtar, den Schlüssel, der ist immer noch in der Truhe. Nur damit ich es mal wieder vermerkt habe in der Folge und ihr Bescheid wisst. So, zeigen wir her, was haben wir hier bitte? Nee, keine Varaninsel. Keine Varaninsel. Jagdhütte, nee. Da. Pass von Ishtar brauchen wir nicht. Zeig mir, wo das ist.
Wo sind wir denn hier? Das hätte ich so nie im Leben gefunden. Zum Glück haben wir in der Teleportroute her. Ach du Scheiße. Das ist ja voll am Arsch der Welt. Ich wiederhole es. Ich bin froh, dass es hier für echt einen Teleport gibt. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Hier hätte ich nie gefunden. Hallo? Chef? Ihr seht aber jetzt schon gerade die Zeit, ne? Euch ist klar, dass ich kurz bevor wir auf den Treffen abbrich. Dann kommt der böse Cut. Oh mein Gott. Ah. Ein Kerl in einem weißen Kittel. Kommt mir irgendwie fast bekannt vor. Haben wir die nicht verdroschen? Ah ne, die hatten eher dunklere Umhänge oder so. Ja. Das bleibt aber bis zur nächsten Folge wohl ein Mysterium. Tja. Die dummen 20 Minuten, ne? Quatsch, das ist natürlich beabsichtigt, ne? Das ist ja im Prinzip auch gezielt, ne? Denn beim Spannungsaufbau und dann breche ich mittendrin ab, dann gelüstet es euch ja mehr nach der nächsten Folge, als wenn ich jetzt noch mit dem rede oder so. Ne? Ist ja klar. Deswegen mache ich das mit Absicht. Nee, Quatsch, das hat sich wieder so ergeben. Das ergibt sich halt manchmal dumm, das muss ich auch mal dazu sagen. Das ergibt sich halt manchmal echt blöd mit den Zeiten, dass man gerade irgendwas vielleicht Story-Relevantes erfährt oder kurz davor ist, es zu erfahren, wie es weitergeht und dann, ja, ist die Zeit rum. Aber, ja, ein bisschen was haben wir geschafft in der Folge. Wie gesagt, es war auch wieder ein bisschen einfinden in das Ganze und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ne? Bis dahin. Tschüss.